Es sollte ein Volksfest werden. Zum 1. Mai 1986 in Pripyat, 5 Kilometer entfernt vom Kernkraftwerk Tschernobyl. Das Karussell drehte sich schon ein paar Tage vorher. Doch dann am 26. April Alarm. Alle mussten raus aus der Stadt. Das war der schrecklichste, entsetzlichste Krieg, den man sich denken kann. Denn du kämpfst gegen einen Feind, den du nicht siehst. Er trifft dich, er tötet dich, aber du weißt nicht, wo das Verderben überhaupt herkommt. Reaktor 4 des Kernkraftwerks war explodiert. Der größte anzunehmende Unfall. Er brachte unzählige um und veränderte die Welt. Der Glaube an die Atomkraft geriet ins Wanken. Und die Supermacht Sowjetunion erholte sich von dieser Katastrophe nie wieder. Das war ein wirtschaftlicher Katalysator für den Zerfall der Sowjetunion. Es empörte die Menschen, dass der Kreml das Ausmaß des Unglücks verschwieg. Auch das beschleunigte den Untergang. Diesen Koloss hat die Weltgemeinschaft inzwischen gebaut, um die Folgen in den Griff zu bekommen. Es ist ein neuer Sarkophag. Schon bald soll er dem Unglücksreaktor übergestülpt werden. Wird er die Welt schützen vor den langfristigen Folgen? Ich mache mich auf den Weg in die Ukraine, 150 Kilometer nördlich von Kiew. Das Land wirtschaftlich am Boden und zerrissen vom Krieg. Zwei Sperrgürtel sollen ungebetene Gäste von Tschernobyl fernhalten. Mit einer Sondergenehmigung darf ich passieren. 30 Kilometer vom Unglücksreaktor entfernt ist die erste Sperre, die zweite 10 Kilometer davor. In der Todeszone verlassene Häuser, zugewuchert nach über 30 Jahren. Dann ein Denkmal für die sogenannten Liquidatoren, Aufräumarbeiter der ersten Stunde. Und da ist er, der zerstörte Reaktor 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl. Seit 1986 überdacht von einem Sarkophag, der vor sich hin rostet und an vielen Stellen undicht ist. Vom Kraftwerksbetreiber wird mir Volodya Verbitsky zur Seite gestellt. Der frühere Ingenieur gibt mir einen Strahlungsmesser. Der warnt, wenn die Strahlenbelastung kritisch wird. Jetzt zeigt das Dosimeter 0,37 Mikrosievert pro Stunde. Ist das gefährlich, will ich wissen. Nein. Während Ihres Aufenthaltes hier in der Sicherheitszone um das Kernkraftwerk herum, sorgen wir dafür und garantieren, dass Sie auf keinen Fall dieselbe Strahlendosis erhalten wie unsere Fachleute, die hier ständig beruflich zu tun haben. Verbitsky mahnt dennoch, wir sollten uns nirgends hinknien und nichts anfassen, denn es strahle überall. Mal mehr, mal weniger, manchmal sehr stark. An einer unscheinbaren Stelle schlägt sein Dosimeter Alarm. Die Strahlendosis steigt auf das etwa 30-fache des in Deutschland erlaubten Grenzwertes. An dieser Stelle beobachtete Volodya Verbitsky vor 30 Jahren Lastwagen, die verstrahltes Material abtransportierten. Und wieder steigt die Strahlenbelastung, diesmal auf ca. 11 Mikrosievert. Wir sind in unmittelbarer Nähe zum Unglücksreaktor 4. Ja, jetzt sind wir 400 Meter von ihm entfernt. Das ist sehr nah. Die Strahlenbelastung ist hier seit dem Unfall damals sehr hoch. Wir sollten hier nicht allzu lange herumstehen, sondern alles drehen und dann diesen Ort wieder verlassen. Ein ehemaliger Sportraum in Pripyat.
In der Stadt lebte bis zur Atomkatastrophe auch Volodya Verbitsky. Hier an dieser Stelle stand mal ein Boxring. Haben Sie den mal gesehen? Ich habe hier sogar trainiert. Tatsächlich? An diesem Ort? Und was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das jetzt in diesem Zustand sehen? Naja, was soll man empfinden? Ich sehe das ja oft, weil ich hier immer noch arbeite. Aber für jemanden, der das nicht so oft sieht, ist es schwer. Ich habe mal eine Reise für meine Mitstreiter organisiert, die damals weg mussten. Erst nach 25 Jahren kamen sie wieder. Sie suchten ihre Wohnungen auf, die sind längst leer, und suchten Erinnerungen. Sie fanden vielleicht noch einige Knöpfe oder Postkarten. Ja, es ist schwer. Da, wo du die Jugend verbracht hast, ist es immer am schönsten. Ja, es ist wirklich schwer. Pripyat, einst sozialistische Musterstadt sowjetischer Ingenieure und Wissenschaftler. Der Glaube in die Kernenergie war groß. Tschernobyl ist weit mehr als ein Unglücksreaktor. Tschernobyl ist eine riesige Kraftwerksanlage aus Maschinenhallen, Umspannwerken und Reaktorblöcken. Vier Blöcke waren in Betrieb. Block 1 und 2 in einem Gebäudekomplex. Block 3 und 4 in einem weiteren daneben. Block 3 und 4 waren spiegelgleich konstruiert. Der Unglücksreaktor, der die Tschernobyl-Katastrophe auslöste, war Block 4. Er explodierte am 26. April 1986. Block 3 daneben blieb intakt. Nach einer kurzen Unterbrechung ging Block 3 wieder ans Netz und blieb in Betrieb. Bis zum 15. Dezember 2000. Obwohl er an den Katastrophenreaktor grenzte. So lieferte Tschernobyl also auch nach dem Super-GAU immer noch Strom, 14 Jahre lang. Im Block 3 dürfen wir drehen. Damit sich radioaktiver Staub nicht auf meinen Sachen ablagert, muss ich mir etwas überziehen. Von Igor Starowojtow, einem anderen Begleiter, erfahre ich Überraschendes. In Tschernobyl arbeiten immer noch 1500 Leute. Obwohl alle Blöcke inzwischen außer Betrieb sind. Auch die Leitwarte von Block 3 ist noch besetzt. Ventilations-, Kühl- und Feuerlöschsysteme müssen zwar überwacht und gewartet werden. Doch allzu viel zu tun gibt es offensichtlich nicht. Hinter dieser Wand befindet sich der zerstörte Unglücksreaktor 4, die absolute Todeszone. Ja, ein paar Meter in diese Richtung, vielleicht 3 Meter. Da ist schon das Trümmerfeld. Hier ist eine Gedenktafel. Für wen ist die? Für den Ingenieur Valeri Chalemtschuk. Er starb durch die Explosionen in der Unglücksnacht. Er war das erste Opfer. Seine Leiche wurde nie gefunden. Das Dosimeter sendet Warntöne. Klar, wo, wenn nicht hier? Naja, einen vollen Arbeitstag dürfen wir hier natürlich nicht verbringen. Hier sind wir nicht sicher, können nur kurz bleiben. Wir sollten mal lieber wieder. Und so sieht es hinter der Wand aus.
Das ist die Ruine des Unglücksreaktors. Bilder vom April 1996, gedreht im Auftrag des Kraftwerksbetreibers. Geschmolzenes Material, Schlacke, radioaktiv verseuchtes Wasser. Die nukleare Kettenreaktion ist unterbrochen, innen ist es kalt. Wissenschaftler stellen Messinstrumente auf unter Lebensgefahr. Und dokumentieren, wie löchrig die Außenwände des Sarkophags sind. Überall, wo Licht einfällt, kann radioaktiver Staub entweichen. Das ist bis heute so. Sergei Svertschkov ist verantwortlich für den alten Sarkophag. Er erklärt mir an einem Modell, wie marode die Außenwände des alten Schutzmantels sind. Er hat es selbst untersucht. Zählt man alle undichten Stellen zusammen, ergeben die ein 150 Quadratmeter großes Loch. Und der Staub ist natürlich ein Problem. Mit Zerstäuberdüsen versprühen wir eine staubdämpfende Mischung. Besonders schwierig ist auch die Instandhaltung der ganzen Konstruktion. Bei Sturm oder Erdbeben kann sie zusammenbrechen. Und was genau befindet sich heute noch im Inneren des Unglücksreaktors? Dort lagern noch 190 Tonnen Kernbrennstoff. Der hat inzwischen 630.000 Kubikmeter Bautrümmer verstrahlt. Das wird alles vom alten Sarkophag bedeckt. Wie man das entsorgen soll, weiß keiner. Dafür gibt es noch keine Technologie. Direkt nach dem Unfall wurden von Hubschraubern tausende Tonnen Blei und andere Materialien abgeworfen. So wurde eine erneute Kettenreaktion verhindert. Trotzdem war bereits tonnenweise Kernbrennstoff in die Umwelt gelangt. In den ersten 10 Tagen nach der Katastrophe verteilten sich radioaktive Stoffe in weiten Teilen Europas. Sogar in Japan, den USA und in Kanada wurden Tschernobyl-Emissionen nachgewiesen. Auslöser für den Unfall: ein Reaktortest, der vollkommen aus dem Ruder lief. Heute steht fest, das Bedienungspersonal hat schwere Fehler gemacht und der sowjetische Kernreaktor hatte fatale Systemschwächen. Die Aufräumarbeiter sind die tragischen Helden von Tschernobyl. Man nennt sie Liquidatoren. Sie mussten die verstrahlten Trümmer des Unglücksreaktors beseitigen. Die meisten waren Armeeangehörige und Reservisten. 526.000 Personen sind offiziell dokumentiert. Schätzungen sprechen von bis zu 800.000 Liquidatoren. Einer von ihnen war Oleg Rebrov. Als Reservist wurde er kurz nach dem Unglück 1986 eingezogen. Da war er 28. Umgehend wurde seine Kompanie nach Tschernobyl verlegt. "15 Mal war ich auf dem Dach des 4. Reaktors. Da oben, da war ich. Da lag überall Graphit herum. Das gehörte zum Reaktor und wurde durch die Explosion rausgeschleudert." "Maximal 30 Sekunden durften wir pro Einsatz auf dem Dach sein. In dieser Zeit konnten wir nur 2 oder 3 Graphitblöcke mit den Händen oder Schaufeln bergen und in einen Container legen. Dann nichts wie weg. Wir mussten zu einer Feuerleiter. Die war an einer Seite kaputt und wackelte. Das Dach war, glaube ich, 87 Meter hoch. Mein Verstand sagte mir, dass ich da oben ganz, ganz schnell sein musste. Jede Sekunde länger konnte den Tod bedeuten." Ein Denkmal soll die Helden von damals ehren. Doch für Oleg Rebrov ist das der blanke Hohn. Vom Staat fühlt er sich alleingelassen, abgespeist mit einer Rente von gerade mal 90 Euro. Das reicht nicht mal für seine Medikamente. Seit dem Einsatz damals leidet Rebrov unter Herz- und Atemproblemen, seine Beine schmerzen. Manchmal träumt er, dass sich sein Fleisch von den Knochen löst.
Damals auf dem Dach hatte er 38 Mitstreiter. 36, erzählt er mir, seien inzwischen gestorben. Viele hätten sich das Leben genommen. Was passiert mit einem Menschen, wenn er nichts mehr hat und leidet? Wenn seine Familie auf das Nötigste verzichtet, Hab und Gut verkauft, nur um Medikamente aufzutreiben? Um sich und seine Familie nicht länger zu quälen, verabschiedet sich so jemand aus dem Leben. Ich weiß von vielen Selbstmorden. Manche, die ich kannte, haben sich aufgehängt, manche das Gas aufgedreht. Das passiert aus Verzweiflung, aus purer Verzweiflung. Wie viele Menschen durch Tschernobyl umkamen, ist hoch umstritten und wird sich wohl nie genau klären lassen. Bilder aus der Spezialklinik Nummer 6 in Moskau. 1986 die einzige medizinische Einrichtung, die ausgerüstet war für Strahlenkranke. Hier wurden die ersten Tschernobyl-Opfer behandelt. Für unsere Dreharbeiten besuchte ich Anfang 2016 einen der angesehensten russischen Tschernobyl-Experten. Den inzwischen verstorbenen Biologen Alexei Jablokow. Er forschte viele Jahre lang über die Gesundheitsfolgen von Tschernobyl, analysierte Daten über Liquidatoren, die an den Folgen der Strahlung starben, untersuchte Säuglingssterblichkeit und Fehlgeburten, außerdem psychosoziale Folgen wie Stress, Selbstmorde und Depression. Jablokow schätzte die Zahl der Tschernobyl-Toten auf rund 1 Million. Verantwortlich sei auch die menschenverachtende Politik der Sowjetunion gewesen. Nach Tschernobyl erlebten wir eine dunkle, tragische Seite der Katastrophe. Unglaublich viele landwirtschaftliche Produkte waren hierzulande durch Radionuklide massiv verseucht. Um die Radioaktivität insgesamt zu senken, fasste die Staatsführung einen geheimen Beschluss. Unbelastetes und verstrahltes Fleisch wurden vermischt. Das Gleiche passierte bei Getreide, Milch und anderen Lebensmitteln. Zu den Opferzahlen hat das natürlich eine ganz direkte Verbindung. Unterwegs nach Kiew. Ein Museum erinnert an die Tschernobyl-Katastrophe. An den Wänden Bilder von Kindern, die in der Gegend des Kraftwerks lebten und Opfer der Strahlung wurden. Viele von ihnen starben. Der Atomphysiker Wladimir Cholosha arbeitete in Tschernobyl, gehörte zur Kraftwerksleitung. Am Unglückstag, dem 26. April 1986, war Cholosha als einer der ersten am Unfallort. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie empfanden, als Sie hinkamen? Ja, als ich im Morgengrauen zum vierten Block fuhr und sah, was da los ist, war ich schockiert. Graphit lag herum. Der hat außerhalb des Reaktors nichts zu suchen. Der gehört zum Reaktor, zum Innersten des Kernkraftwerkes. Unvorstellbar. Wenn Graphit draußen herumliegt, heißt das, dass nicht nur der Reaktor, sondern auch der Kernbrennstoff explodiert sein muss. So wurde mir das Ausmaß der Katastrophe schlagartig bewusst. Doch die Explosion war weit mehr. Sie war der Anfang vom Ende einer Supermacht. Tschernobyl war ein starker ökonomischer Katalysator für den Zerfall der Sowjetunion. Das Unglück kostete 20 Milliarden Rubel, damals eine gewaltige Summe. Außerdem empörte die Menschen, dass der Kreml das Ausmaß der Katastrophe lange verschwieg, viele Sicherheitsmaßnahmen unterließ. Das war dann der sozialpolitische Katalysator für den Untergang der Sowjetunion. Nach dem Unfall wurde Wladimir Cholosha damit beauftragt, die Folgen der Katastrophe einzudämmen. Viele Jahre seines Lebens hat er damit verbracht. Sein Fazit? Ernüchternd.
Die ganze Gegend ist und bleibt radioaktiv verseucht. Denn das, was durch den Unfall ausgetreten ist, das räumst du nicht mehr weg. Das sind Milliarden und Abermilliarden Kubikmeter. Das bleibt, wo es ist. Also wird die Gegend sehr lange nicht mehr in dem Zustand sein, in dem sie sich vor dem Unfall befand. Hunderte von Jahren nicht. Wie soll es also weitergehen in Tschernobyl? Keines der Probleme ist wirklich gelöst. Bis heute weiß niemand, wohin mit dem verstrahlten Material aus dem Unglücksreaktor. Mit diesem Koloss will man Zeit gewinnen. Es ist der neue Sarkophag. Eine gewaltige, doppelwandige Haube. Meter hoch und 30.000 Tonnen schwer. Über den Katastrophenblock 4 mit dem alten Sarkophag kommt der neue. Vom Baukonsortium wird er als New Safe Confinement bezeichnet. Dieses Objekt ist für 100 Jahre ausgelegt. Es soll vor allem den Austritt von radioaktivem Staub aus dem alten Sarkophag verhindern. Der Neubau soll außerdem die Infrastruktur dafür schaffen, dass der alte Sarkophag demontiert werden kann durch bewegliche Kräne im Inneren. Irgendwann soll auch das radioaktive Material entsorgt werden, aber das liegt noch in sehr weiter Ferne. Viktor Salisetsky ist stolz auf den neuen Sarkophag. Schließlich ist er stellvertretender Projektleiter. Er muss das größte bewegliche Gebäude der Welt managen. Gebaut wird es vom französischen Konsortium Novarca. Der neue Sarkophag kostet 1,5 Milliarden Euro. 43 Länder zahlen nach jahrelangen zähen Verhandlungen. Auch Deutschland beteiligt sich mit 100 Millionen Euro. Offiziell endet die internationale Finanzierung, wenn die neue Hülle fertig ist. Wie die Ukraine den Koloss dann allein unterhalten kann, ist ungeklärt. Die Belüftungsanlage ist kompliziert, denn sie muss rund um die Uhr eine bestimmte Luftfeuchtigkeit sicherstellen. Die darf 40% nicht überschreiten. Die Belüftungsanlage verbraucht viel Energie, das ist teuer. Das Personal muss bezahlt werden, das diese Konstruktion wartet. Ja, und das alles lastet künftig allein auf den Schultern der Ukraine. Eine sehr kostspielige Aufgabe. Völlig unklar, wie die Ukraine große Summen für die Wartung aufbringen soll. Ein Land, das leidet. Unter Krieg, Wirtschaftskrise und Machtkämpfen in Kiew. Darüber hinaus droht hier in der Gegend von Tschernobyl eine neue Gefahr. Durch ein Element, das durch den Zerfall von Plutonium entsteht. Es heißt Americium. Ein radioaktives, lebensgefährliches Element. Es ist extrem giftig, wasserlöslich und kann die Gegend zusätzlich verseuchen, erklärt mir einer der führenden Fachleute auf diesem Gebiet, Volodymyr Scherbin vom Ukrainischen Institut für Reaktorsicherheit. Nach dem Unglück hatten wir nur ganz wenig Americium-241. Im Kernkraftwerk Tschernobyl wurde jedoch viel Plutonium-241 erzeugt. Und das zerfällt jetzt innerhalb von wenigen Jahrzehnten in Americium-241. Das ist ein Alphastrahler. Wenn man es einatmet, zerstört Americium die Lunge. Es wird eine ganze Weile lang konstant immer mehr Americium entstehen. Und was die Gesundheitsfolgen für die Menschen angeht, stellt das eine ernsthafte Bedrohung dar. Denn Americium breitet sich aus. Und wenn es die Form von Staub annimmt, durch den Wind aufgewirbelt wird oder sich durch Brände verbreitet.
Der russische Biologe Alexei Jablokow war sich sicher, der neue Sarkophag würde die Gefahren durch Americium nicht eindämmen. Americium löst sich ja in Wasser auf. Das hat dramatische Folgen. Gegenden, die als radioaktiv unbelastet gelten, können durch Wasserströmungen verseucht werden. Und das wird auch passieren. Hinzu kommt noch ein Problem. Ist Plutonium im Boden, dann ist bald auch Americium im Boden. Die Pflanzen nehmen es auf, es gelangt an die Oberfläche und damit in den Nahrungskreislauf. Also alles geht wieder von vorne los. Pilze, Beeren, Heu, Wild. Damit hat keiner gerechnet. Tschernobyl gibt uns also immer noch viele Rätsel auf. Und wir müssen immer wieder mit neuen, unangenehmen Überraschungen rechnen. Zurück auf der Baustelle des neuen Sarkophags. Hier soll er einmal stehen. Trotz der allgegenwärtigen Strahlung muss gearbeitet werden. Chefingenieur Viktor Salisetsky erklärt, eine massive Betonwand zwischen altem und neuem Sarkophag vermindert die Strahlung. Das Dosimeter warnt erneut. Über 20 Mikrosievert pro Stunde. 5 Stunden lang können wir bei diesem Wert hier arbeiten, bevor es gefährlich wird. Da unten ist viel weniger Strahlung hinter der Wand aus Beton. Nach 10 Minuten gehen wir wieder runter. Sicher ist sicher, sagt Salisetsky. Am Ausgang Ganzkörpermessung in einem Kontaminationsmonitor. Das Gerät zeigt an, ob man verstrahlt ist oder nicht. Keine Anzeichen dafür, weder beim Chefingenieur noch bei mir. Ja. 30 Jahre nach der Katastrophe wird der milliardenschwere neue Sarkophag fertig sein. Und dann über den verheerendsten Atomunfall der Welt geschoben. Doch ob der radioaktive Abfall jemals beseitigt wird, ist völlig offen. Denn keiner weiß, wie und wohin. So bleibt die Sperrzone auf Jahrtausende unbewohnbar. Und Tschernobyl ein Albtraum. Für diejenigen, die vor 30 Jahren die Welt vor Schlimmerem bewahrten, hat man Denkmäler gebaut. Die Liquidatoren riskierten ihre Gesundheit, viele opferten ihr Leben. Doch heute sind sie fast vergessen. Wer von den Aufräumarbeitern der ersten Stunde noch lebt, ist meist arm, in jedem Fall wütend. Wenn ich damals gewusst hätte, wie schlecht ich heute behandelt werde, würde ich da nicht noch einmal raufklettern. Nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Prinzip. Es ist nicht auszuhalten, wie sie uns einfach hängen lassen. Sie bringen uns um. So bleiben Verbitterung und Ernüchterung. Egal, welcher technische Fortschritt in Tschernobyl Einzug hält. November 2016. Der neue Sarkophag, das größte bewegliche Gebäude der Welt, wird über den Katastrophenreaktor von Tschernobyl geschoben. Millimetergenau. genau. 30.000 Tonnen wiegt die neue Schutzhülle, 110 Meter ist sie hoch, 260 Meter breit. 2 Wochen lang wird sie Stück für Stück bewegt. Durch ein System aus Hydraulik und Spezialschienen, Präzisionsarbeit. Das Projekt wurde im Juni 1997 bei einem G7-Treffen beschlossen. Nun, nach 19 Jahren, ist es fast vollendet.
Finanziert wurde die neue Schutzhülle von der Europäischen Kommission und 44 Ländern, wie hier dargestellt. Von ganz großen bis zu ganz kleinen, selbst Island und Liechtenstein beteiligten sich. Am meisten zahlte die EU-Kommission mit 400 Millionen Euro. Es folgten die USA mit 240 Millionen. Die 100 Millionen zahlten Frankreich, Deutschland, Japan und Großbritannien. Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion zahlte 58 Millionen Euro. 2 Jahre nach unserer ersten Begegnung treffe ich im März 2018 Viktor Salisetzky wieder, den stellvertretenden Projektleiter. Praktisch sein ganzes Berufsleben war mit Tschernobyl verbunden. Er war nach der Katastrophe einer der vielen Liquidatoren, arbeitete seit 1995 als Ingenieur in Tschernobyl, seit 2009 dann für die neue Schutzhülle. Nun ist die Arbeit dafür fast beendet. Wie jeder hier bin ich natürlich stolz darauf, an einem solch historischen Bauwerk mitzuwirken. Es ist weltweit einzigartig, schon wegen der enormen Größe und der widrigen Bedingungen, unter denen wir es gebaut haben. Es ist ein berühmtes Objekt und ich bin stolz auf meine Mitarbeiter. Wir waren und sind ein gutes Kollektiv und werden alle immer voller Freude an diese Arbeit zurückdenken. Das gesamte ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl heute. Hinten der inzwischen überdachte Katastrophenreaktor 4. Davor die Blöcke 3, 2 und 1. Unter der riesigen Stahlhaube sind die Arbeiten noch nicht beendet. Noch ist nicht alles hermetisch abgedichtet. Im Inneren wird alles vorbereitet, um eines Tages mit der Demontage des alten Sarkophags aus Sowjetzeiten zu beginnen. Als erstes deutsches Fernsehteam haben wir die Erlaubnis, unter dieser Haube ganz in der Nähe des Katastrophenreaktors zu drehen. Viktor Salisetzky, der stellvertretende Projektleiter dieses Bauwerkes, wird uns begleiten. Ich will zunächst wissen, wie hoch die Strahlenbelastung außerhalb der Schutzhülle ist und habe wieder meinen Dosimeter dabei. Es zeigt fast 8 Mikrosievert pro Stunde. Nicht viel, meint Salisetzky, und überhaupt kein Vergleich mehr zu früher. Aber ist das trotzdem gefährlich, will ich wissen? Nein, bei dieser Dosis können wir uns hier einen ganzen Arbeitstag lang aufhalten. Das ist zwar nicht die Flaniermeile von Kiew, aber absolut okay. Der Weg in das Innere des gigantischen Stahlmantels führt an einem ganzen Komplex an Technik vorbei. Zum Beispiel an Brandschutzanlagen, die in Teilen von Siemens stammen. Und überall riesige Belüftungsanlagen, damit der Stahlkoloss innen nicht anfängt zu rosten. Ab hier müssen wir jetzt unsere Atemwege schützen, denn wir nähern uns dem Inneren der neuen Schutzhülle. Die Masken sind zwar eine altmodische Methode, aber sie helfen. Und dann betreten wir das Innere des neuen, gigantischen Stahlmantels. Und sehen den alten Sarkophag. Geradezu klein sieht die alte Schutzhülle aus im Vergleich zur neuen. Die Strahlenbelastung liegt jetzt bei 33 Mikrosievert pro Stunde, das 300-fache des in Deutschland erlaubten Grenzwertes. Nach wenigen Minuten drängt uns Salisetzky wieder zu gehen, denn die Strahlung ist hier auf der oberen Plattform doch relativ hoch. Das ist an anderen Stellen nicht so. Die Strahlung ist im Inneren der neuen Schutzhülle mal stärker, mal schwächer. Unten am Sockel des eingemauerten Katastrophenreaktors
zum Beispiel deutlich schwächer. Hier in diesem Bereich, erklärt Salisetsky, können seine Leute 4 Stunden lang arbeiten. Hunderte Male, meint Salisetsky, war er schon hier. Gewöhnt hat er sich an diesen besonderen Ort jedoch noch nie. Tja, mir geht so vieles durch den Kopf. Endlich haben wir den Unglücksreaktor im Griff. Für mich ist es der Abschluss meines Berufslebens. Dabei sollte es ganz anders verlaufen und nicht immer mit dem Super-GAU verbunden sein. Jedenfalls hoffe ich, dass meine Kinder und meine Enkel jetzt ruhiger leben können. Wir wohnen alle in der Nähe von Kiew, nur 135 Kilometer von hier entfernt. Noch gibt es innerhalb der neuen Schutzhülle stark verstrahlte Stellen. Arbeiter dürfen hier aus Sicherheitsgründen nur wenige Minuten arbeiten und müssen dann rasch wieder abgelöst werden. Diese Bilder durften wir nicht selbst drehen, stammen von den Mitarbeitern selbst. Eine Gefahr für die Umwelt sind die noch unverschlossenen Verbundstellen. Durch die entweicht Radioaktivität. Stück für Stück werden die letzten noch offenen Stellen mit dicken Gummimatten verschlossen. Die sogenannten Membranen verbinden die riesige stählerne Haube mit der bestehenden Gebäudestruktur. Mit Beton wird der Boden um den ehemaligen Block 4 herum versiegelt. Das dämmt die Strahlenbelastung weiter ein. An der Decke Kräne. Die sollen den alten Sarkophag abbauen und irgendwann, so der Plan, die Reste des Katastrophenreaktors auch. Jetzt sind wir in einem Seitenflügel. Dort ist ein besonders großes Tor. Durch das bringen die Kräne dann Teile der alten maroden Schutzhülle. Die werden dann hier zerkleinert und weitertransportiert. Auf dem Dach der ehemaligen Maschinenhalle des Reaktors 4 haben die Aufräumarbeiten bereits begonnen. Arbeiter machten dabei eine grausige Entdeckung. Rotorblätter eines im April 1986 abgestürzten Hubschraubers der Sowjetarmee. Er sollte Blei und andere Materialien über dem Katastrophenreaktor abwerfen, verfing sich aber in einem Kran und stürzte vor laufender Kamera ab. So ist diese Stelle auch ein Grab für die beiden Piloten, die bei dem Absturz starben. Bald ist das sogenannte New Safe Confinement mit all seinen technischen Systemen einsatzbereit. Das heißt, im Inneren des Stahlmantels werden Belüftung, Brandschutzanlagen und die Kräne in Betrieb genommen. Die Bergung des maroden alten Sarkophags aus Sowjetzeiten kann beginnen. Tja, ob wir das schaffen oder nicht, das wird das Leben zeigen. Besonders schwer wird dann am Ende die Bergung des verschütteten Kernbrennstoffs. Das ist eine Sache für die Zukunft, machbar vielleicht in 30 oder 40 Jahren. Aber die Frage ist doch auch, wohin damit? Ja, das ist nicht geklärt. Soviel ich weiß, ist das ja noch nicht einmal bei Ihnen in Deutschland geklärt, nicht wahr?
Die Idee mit den atomaren Endlagern unter Tage. Trotz der vielen geologischen Untersuchungen. In der Ukraine gibt es solche Endlagerungsmöglichkeiten unter Tage nicht. Deswegen müssen wir uns irgendwelche anderen theoretischen Konzepte überlegen. Weiter sind wir noch nicht. Pripyat in Sichtweite des Sarkophags. 5 Kilometer vom Kernkraftwerk Tschernobyl entfernt. Einst sozialistische Musterstadt sowjetischer Ingenieure und Wissenschaftler. Seit der Atomkatastrophe eine Geisterstadt. Bis zum Super-GAU lebte auch Wolodja Werbitzki hier. Ich traf ihn schon vor 2 Jahren bei meinem ersten Besuch in Tschernobyl. Der ehemalige Liquidator und Ingenieur kontrolliert heute regelmäßig die Gegend auf Verstrahlung. An dieser Stelle zeigte er mir damals eine stark radioaktiv verseuchte Pfütze. Heute beträgt die Strahlenbelastung mit 0,5 Mikrosievert nur noch ein 1/20 der damals gemessenen 10 Mikrosievert. Ja, der Schnee wirkt wie ein Dämpfer. Dadurch lassen sich im Moment auch keine kritischen Stellen mehr feststellen. Also Schnee ist gut für Pripyat? Ja, je mehr Schnee, desto geringer die Strahlenbelastung für die ganze Gegend. Das heißt aber nicht, dass die radioaktive Belastung weniger geworden ist. Wir laufen nur auf eine Art Schutzschicht. Also ist es jetzt sicherer für uns? Ja, derzeit ja. Jedes Wetter, das Niederschlag bringt, ist besser als Wind, Trockenheit und Staub. Das Karussell und das Riesenrad sind zu Sinnbildern des Super-GAUs geworden. Seit über 30 Jahren rosten sie vor sich hin. Und nicht mehr lange, und sie fallen in sich zusammen. Hier in Pripyat passiert jetzt gar nichts mehr. Damals, kurz nach der Katastrophe, wurde die Stadt notdürftig dekontaminiert. Und dabei ist es auch geblieben. Der Ort wurde aufgegeben und daran wird sich auch nichts ändern. Also stürzten die Gebäude irgendwann ein? Ja, das passiert sogar schon, leider. Und damit haben wir ein neues Problem. Denn durch das Zusammenbrechen wird neue Strahlung freigesetzt. Im Prinzip sind alle Häuser radioaktiver Müll. Achtung, Hochspannung steht da, ein neues Schild. Nicht Atomstrom, Solarenergie soll die Zukunft Tschernobyls sein. Das erste Solarkraftwerk eines deutsch-ukrainischen Joint Ventures ist bereits am Netz und nutzt die Stromleitungen der abgeschalteten Atomanlage. 60 Firmen aus aller Welt stehen bereits Schlange für weitere Solarenergieprojekte in Tschernobyl. Sie alle profitieren von der neuen Schutzhülle. Denn seit ihrer Installation sank die Strahlung in der Umgebung auf 1/10 der zuvor gemessenen Werte. Dank des neuen Sarkophags kommt jetzt also ausgerechnet aus Tschernobyl Ökostrom. Ironie der Geschichte.